Kleine Retrospektive 2019. Damals hat der Shanghai Composite schlechter performt als der DAX. Kleiner Blick auf 2020. Da war der DAX-Absturz denn aber auch deutlich spektakulärer. In diesem Jahr ist der Shanghai Composite wieder zurück und zwar mit einem besonderen Kursmuster. Jörg Scherer von der HSBC. Ja, in diesem Jahr hat der chinesische Index nicht so stark verloren wie der DAX. Im Gegenteil, er performt deutlich besser als die Nummer 1 hier in Deutschland. Und obwohl der DAX ja im internationalen Vergleich auch ganz gut dasteht. Im Moment ist der Shanghai Composite in einem 5-Jahres-Hochrichtung wieder unterwegs. Was müssen da an Schlüsselmarken kommen oder fallen, damit das klappen könnte? Ja, hallo Frau Erhardt. Wie schon angesprochen, mit einem zweistelligen Kursplus, da ist der Shanghai Composite tatsächlich sehr gut unterwegs und stellt viele andere Aktienmärkte im Jahr 2020 damit deutlich in den Schatten. Und diese gute Kursentwicklung, die wir im bisherigen Jahresverlauf gesehen haben, die lässt den Shanghai Composite jetzt aus charttechnischer Sicht bis an die Schlüsselmarke von 3.500 Punkten sich vortasten. Genauer gesagt oder mit dem spitzen charttechnischen Bleistift gerechnet 3.578 Punkte. Der Sprung darüber, der würde tatsächlich die Bodenbildung der letzten 4,5 Jahre abschließen und wäre damit im charttechnischen Sinne wirklich ein ganz großer Gamechanger. Was ist das für ein besonderes Kursmuster, was dem zugrunde liegt? Denn die 3.500, so plus minus, das war ja schon mal so eine Anlaufstelle. Ja, also wir haben ein sogenanntes verschachteltes Kursmuster vorliegen. Wer vielleicht auch unsere anderen Publikationen, insbesondere das Daily Trading, mitverfolgt, der weiß, dass wir immer wieder bemüht sind, solche besonderen Konstellationen ausfindig zu machen. Und bildlich gesprochen ist ein verschachteltes Kursmuster eins, wo im charttechnischen Sinne ein Rad beginnt, in das andere zu greifen. Machen wir es konkret beim Shanghai Composite, denn ich habe den Wochenchart mitgebracht, eine kleine Bodenbildung, die haben wir schon komplettiert, die haben wir schon abgeschlossen und die wiederum verspricht ein Anschlusspotenzial, um auch diese Schlüsselmarke von 3.578 Zählern zu überwinden und dann im Prinzip damit den ganz großen charttechnischen Befreiungsschlag zu vollziehen in Form dieser großen unteren Umkehr, die wir diskutiert haben. Also das Motto derzeit in China, nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten, sondern kleiner Boden, großer Boden. Und aus unserer Sicht ist die kleine Bodenbildung, die wir schon abgeschlossen haben, der Vorbote, dass auch der große Gamechanger tatsächlich gelingen wird. Also 3.578 sozusagen als Schlüsselmarke oder Meilenstein, hoffentlich kein Stolperstein. Nun, wenn wir uns aber den Chart noch im längeren Verlauf zurück ansehen würden, dann würden wir sehen, das Allzeithoch, also da kommt ja von einer ganz anderen Höhe her. Welche Kursmarken halten Sie denn dann überhaupt in nächster Zeit für realistisch? Gesetzt den Fall, die 3.578 werden auch gewuppt. Ja, kurz, knackig und auf den Punkt gebracht, die Antwort auf die Frage, wenn der große Befreiungsschlag gelingen sollte und wir damit die Bodenbildung der letzten 4-5 Jahre den Haken dahinter machen, dann lässt sich aus der Höhe des zwischenzeitlichen Einschnittes ein Anschlusspotenzial von 1.000 Punkten ableiten, gut 1.000 Punkte sogar. Und das führt uns im Umkehrschluss zu einem Kursziel von gut 4.500 Punkten, sagen wir mal, auf Sicht der nächsten 12 Monate. Na, das klingt doch gut. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, dann muss der DAX, der ja eigentlich auch im internationalen, gerade im europäischen Vergleich, ganz gut dasteht in diesem Jahr, dann doch einpacken. China legt da doch ganz anders vor und der DAX schafft es immer wieder, jetzt in den Erholungsmodus zu kommen, aber bei 13.000, knapp drüber, knapp drunter, ist gemeinhin Schluss. Da wird die Luft dünner. Wo ist das nächste Kursziel und fungiert das überhaupt als Impulsgeber? Oder ist der Index technisch doch zu angeschlagen, dass Sie sagen, also wir schauen jetzt erstmal charttechnisch in die andere Richtung, nämlich abwärts?
Ja, kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu der skizzierten Entwicklung in China zurück, weil ich denke, sollte die tatsächlich so eintreten, dann sollte dadurch auch so ein exportlastiger Aktienindex wie der DAX daraus Kapital schlagen können. Also es wäre sicher für uns in Deutschland hier nicht die schlechteste Signalgebung, wenn unsere Sichtweise, unsere Interpretation der charttechnischen Ausgangslage des Shanghai Composite tatsächlich so aufgehen sollte. Beim DAX ganz konkret im Moment haben wir so ein bisschen die klassische Pattsituation vorliegen. Bei 13.000 Punkten hat uns regelmäßig der Mut verlassen und das ist das Argument für die Bären im Moment. Und das Argument für die Optimisten auf der anderen Seite, wir haben Mitte August eine Kurslücke gerissen, eine Aufwärtskurslücke, untere Gap-Kante 12.753 Punkte und die hat sich zuletzt auch immer wieder als Support herausgestellt. Und ich habe den zweiten Chart, den ich für heute mitgebracht habe, ein Ishimoku-Wolkenchart. Ja, ist eine trendfolgende Systematik, um so ein bisschen genau dieses Spannungsfeld aufzuzeigen. Einerseits 13.000 geht uns das Momentum verloren, andererseits nach unten gut unterstützt. Und diese trendfolgende Wolkenchart-Systematik, die signalisiert eben, wir notieren im DAX oberhalb der Wolke. Das ist die klassische Situation für einen Aufwärtstrend. Ja, im Sinne des klassischen Ansatzes der technischen Analyse, the trend is your friend, ist es deswegen zu früh, jetzt schon den DAX abzuschreiben. Und ganz nebenbei bemerkt, diese Ishimoku-Herangehensweise, sie unterstreicht auch durch zwei weitere trendfolgende Linien die Bedeutung der angesprochenen Kurslücke 12.753 zur Erinnerung die untere Gap-Kante. Also mit zwei unterschiedlichen Verfahren der technischen Analyse können wir sozusagen die Bedeutung der angesprochenen Signalmarken herausarbeiten und damit wird der DAX vermutlich erst dann wieder neue Bewegungsdynamik entfalten können, wenn wir entweder nachhaltig die 13.000er-Marke rausnehmen oder eben unter 12.750 nachhaltig rutschen sollten. Jörg Scherer, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, der DAX charttechnisch über den Wolken und schaut auf die untere Gap-Kante bei 12.750 herab. Jörg Scherer von der HSBC sagt, es ist noch zu früh, den DAX abzuschreiben, aber er müsste entweder nachhaltig über die 13.000 oder eben Richtung dieser Gap-Kante laufen, sozusagen noch im Entscheidungsmodus. Wenn aber zum Beispiel jetzt der Shanghai Composite, wovon Jörg Scherer ausgeht, weiteres Potenzial entfaltet, oberhalb der 3.578 Richtung 4.500, dann sagt Jörg Scherer, würde man erwarten können oder annehmen können, dass ein exportlastiger Index wie der DAX davon in nächster Zeit auch noch profitieren würde. Es bleibt also weiter spannend, charttechnisch sowieso.